Die Mischung aus verschiedenen Kampfstilen ist es, was Jiu-Jitsu so besonders macht. Bei den Berliner Einzelmeisterschaften demonstrierten über 50 Athleten aus 7 Vereinen die Vielseitigkeit ihrer Sportart. Von der U12 bis zu den Senioren war alles vertreten. Das Rumhangeln, Kämpfen und Treten und Boxen und dass man sich richtig auskämpfen kann. Man darf halt auch Hebel üben und nicht so wie beim Judo. Und man ist halt alles gemischt, man darf auch schlagen und deswegen mache ich Jiu-Jitsu. Man hat nicht nur das Greifen, sage ich mal, und das Werfen, man hat auch ein bisschen BJJ. Man kann im Boden sich raufen, Fußhebel machen und eben das allgemeine Boxen. Fabian Pönitsch ist einer der vielen frisch gebackenen Berliner Meister. Auf dem Weg zum Titel traf er dabei auf einen ganz besonderen Gegner, den eigenen Bruder. Keine leichte Aufgabe. Ziemlich. Du kennst ihn in- und auswendig. Und unter Brüdern ist es auch ein bisschen, sage ich mal, verstrickter. Man sieht sich auch noch mal hinterher. Das Duell der Pönitsch-Brüder war aber nicht das einzige Familientreffen im Werner Seelenbinder Sportpark. Ex-Jiu-Jitsu-Weltmeister Joachim Görmann konnte als Kampfrichter hautnah miterleben, wie sein Sohn Phelan den Titel bei den Senioren bis 94 Kilo sicherte. Ein erster Schritt in die großen Fußstapfen des Vaters. Möglich. Der erste Schritt nicht, weil ich kämpfe ja mittlerweile schon eine Weile, bin auch auf deutscher Meisterschaften schon gewesen. Ich habe auch schon Vize-deutschen Meistertitel errungen, aber es ist ein Schritt sozusagen auf dem Weg in die Fußstapfen von meinem Vater. Ja. Dass er dabei selbst schon als Vorbild dient, sieht Phelan wie viele der älteren Sportler als selbstverständlich an. Oft waren es Nachwuchsathleten, die bei den Kämpfen der jüngeren Jahrgänge als Trainer am Mattenrand standen. Wir versuchen, so viele wie möglich natürlich mehr oder weniger für den Sport zu begeistern, weil wir brauchen auch für Jiu-Jitsu sehr viele Sportler. Es ist leider nicht ein ganz so populärer Sport und da sind unsere Kleinen natürlich besonders wichtig, weil die sollen dann später mal in unsere Fußstapfen treten. Deswegen motivieren wir natürlich besonders. Eine Berliner Meisterschaft bietet dabei den optimalen Rahmen, um sich die erste richtige Wettkampfhärte zu holen. Besonders im Kindesalter ist es wirklich sehr wichtig, dass die da auch Erfolge haben, denn nur so können die dann auch weitermachen. Wettkampf kann nur förderlich sein und auch Meisterschaften ist natürlich die höchste Form, wo man sich messen kann. Und ich finde gerade im Jugendbereich, gerade in dem jungen Bereich auch, ist eine Meisterschaft unheimlich wichtig, weil ich kann mir nichts Besseres vorstellen, um Anreiz zu geben, auch für die Kinder. Zum Abschluss durfte neben den Medaillengewinnern auch ein gesamter Verein auf das Mattenpodest klettern. Der Judo-Club Lichtenrade holte sich den erstmals ausgetragenen Dieter Rast Gedächtnispokal für das beste Vereinsergebnis. Die vom Berliner Jiu-Jitsu-Verband veranstaltete Meisterschaft hatte viele gute Kämpfe zu bieten. Würfe, Tritte, Schläge, in alles, was diesen Sport so faszinierend macht.